Hallo Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Monkey Island Teil 4. Ich habe mir das ganze Ding mal ins Reine geschrieben, also die fürs, für das Monkey Combat und habt gesehen, ja, da fehlen noch ein paar Sachen. So, gibt es ja zum Beispiel, wie viel waren das? 1, 2, 3, 4, 5. Ja, ich glaube 5 Stellungen, also was man machen könnte. Ich habe immer nur schnell, ängstlich, panisch, gesellig, betrunken aufgeschrieben und so weiter. Also das eine heißt Affe, das andere Schimpanse. Das weiß ich aber nicht, was ist. So wissen wir zum Beispiel, wie wir zum Beispiel von schnell auf ängstlich kommen oder von ängstlich auf schnell. Also das wüsste ich zum Beispiel alles, aber ängstlich auf panisch oder ängstlich auf betrunken. Oder halt betrunken auf ängstlich, panisch, ängstlich. Das weiß ich noch nicht, diesen Code dafür. Auch was schlägt, habe ich mir schon aufgeschrieben und so ein bisschen mal rausgeschaut, was sein könnte. Da fehlen uns auch noch ein paar, aber auch nicht mehr allzu viele, um alle zu haben. Also da bin ich mal gespannt, wie es weitergeht. Außerdem den kräftigen Affenhammer geschlagen und einen feigen Affenhammer geschlagen. So, das ist auf jeden Fall das. Das habe ich mir aufnotiert. Das könnte relativ einfach werden. Für weiterzukommen. Ich denke, wir müssen auf jeden Fall noch einen Affe besiegen oder mehrere Affen noch besiegen, bis Skybrush auf jeden Fall sagt, er kann gegen Jojo Junior oder wie er hieß, gewinnen. So, aber als allererstes schmeißen wir das Akkordeon auf Herman Tootsrot. Herman? Wo? Au! Au! Was zum Teufel? Hey, jetzt weiß ich, wo ich meine Hosen liegen gelassen habe. Das ist ja toll, glaube ich. Was ist mit Ozymandrill? Ozymandrill? Nie von ihm gehört. Ah, warte, jetzt erinnere ich mich. Nein. Ach, bei Tritons Tanga, das ist schrecklich. Herman? Wer? Oh ja, das bin ich. Herman. Hör zu, Kleiner. Du solltest dich besser setzen, weil ich wirklich wahnsinnige Neuigkeiten für dich habe. Ja, als ich wahnsinnige hier sind sie, aber ich höre. Okay, erstens, mein echter Name ist nicht Herman Toothrot. Wirklich? Sondern? Dazu komme ich später. Zuerst willst du sicher wissen, wie ich nach Monkey Island gekommen bin. Mit nichts außer meinem kaputten Akkordeon, den Kleidern, die ich am Leib trage und meinen traurigen Erinnerungen. Dauert das länger? Ich bin ziemlich hungrig. Halt die Klappe, Jungchen, das ist wichtig. Wie viele Geschichten begann alles vor etwa 20 Jahren in einer Kneipe am anderen Ende der Welt. Ich hatte meinen schönen Alterssitz in der Karibik verlassen, um an einer gefährlichen Segelregatta vor der Küste Australiens teilzunehmen. Australien? Moment mal. Ruhe! Du hast Sendepause. Sorry. Wie dem auch sei. Am Abend vor der Regatta saß ich in einer Kneipe und bereitete mich mit einigen Krügen Grog auf das Rennen vor, als sich ein anderer Teilnehmer, ein unglücklicher Industrieller mit dem seltsamen Namen Ozymandrill, zu mir setzte. Nein. Doch, der arme Kerl war am Boden zerstört, weil niemand mehr mit ihm Geschäfte machen wollte. Um ihn etwas aufzumuntern, erzählte ich ihm von meinen Abenteuern in der karibischen See. Ich verstehe. Sie haben Ozzy also vom wirtschaftlichen Potenzial der Karibik erzählt. Ja, aber das war nicht alles. Als ich am nächsten Tag so ganz gemütlich vor mich hinsegelte, hatte ich die groggetränkte Unterhaltung des Vorabends längst vergessen. Doch plötzlich rammte mich ein anderes Schiff und ich fand mich in einem seltsamen Strudel wieder. Und weißt du, wer mich gerammt hatte? Kein anderer als Ozzy. Ich hasse solche Geschichten. Es wird noch schlimmer. Na toll. Ich hatte Ozzy nicht nur von den Wundern der Karibik, sondern auch von den schrecklichen Voodoo-Geheimnissen erzählt. Geheimnisse, für die ein Mann töten würde. Ich hatte ihm vom Tor zur Hölle, dem berühmten Big Hoop, dem furchtbaren dreiköpfigen Affen und, was das Schlimmste war, von der ultimativen Beleidigung erzählt. Einem Voodoo-Talisman, der Männer in Memmen verwandelt. Ich werde Ihnen nie ein Geheimnis verraten. Seltsamerweise bin ich in diesem Strudel nicht ertrunken, sondern wurde mit meinem Schiff ans andere Ende der Welt geschleudert. Als ich aufwachte, hatte ich keine Ahnung, wer ich war und woher ich kam. Ich nannte mich Herman Toothrot, nach den Buchstaben, die auf dem Akkordeon noch zu erkennen waren. H-T. H?
HT? Moment, soll das heißen, Sie sind in Wirklichkeit... Ganz richtig. Mein echter Name ist Horatio Torquemada Marley. Aber das kann nicht sein. Ich meine, alle Welt weiß, dass HT Marley vor über 20 Jahren vor der Küste Australiens bei einer Regatta ertrunken ist. Großbabs! Nimm deine Stinkehände weg, du hässlicher Oktopus! Aber Sir, wir sind verwandt. Ich habe Ihre Enkelin geheiratet, Elaine. Na, großartig. Ich finde nach 20-jähriger Amnesie endlich mein Gedächtnis wieder und das Erste, was ich höre, ist, dass meine Enkelin den wohl jämmerlichsten Piraten geheiratet hat. Jemand soll mir eine Kokosnuss bringen. Ich würde mein Gedächtnis gern wieder verlieren. Hahaha, wie cool. Das wusste ich gar nicht mehr, dass das, doch, jetzt so langsam kommt die Erinnerung wieder. So langsam kommt die Erinnerung wieder, ja, doch. Er war Herman Toothrot, der Großvater von Dings. Und dem haben wir auch, schön, dass es auch der Name geändert worden ist, in Horatio Torquemada Marley, H.T. Marley. Wer hätte gedacht, dass Herman Toothrot in Wirklichkeit Großpaps Marley ist? Ja, wer hätte das gedacht? Und dank dir haben wir Ossi und damit auch LeChakra zu verdanken. Großpaps? Nenn mich nie wieder so. Was soll das, Sir? Wir müssen Mealy Island gemeinsam vor Ozzy und LeChuck retten. LeChuck ist darin verwickelt. Ja. Ehrlich gesagt, er ist der neue Gouverneur von Mealy Island. Verdammt, wo ist meine Enkelin? Sie ist direkt nach der Wahl verschwunden. Oh, ich bin erleichtert. Warum? Weil ich Ozzy ein Geheimnis nicht verraten habe, bevor er versucht hat, mich ins Jenseits zu schicken. Das echte Geheimnis von Monkey Island? Das echte Geheimnis von Monkey Island? Natürlich nicht. Ich spreche vom Geheimnis des vierten Teils der ultimativen Beleidigung. Das Teil, das eng mit dem Amt des Gouverneurs von Mealy Island verbunden ist? Darüber habe ich mir auch schon den Kopf zerbrochen. Was ist es? Nämlich davon. Sieht aus wie das Gouverneurssiegel von Mealy Island. Das ist das Gouverneurssiegel von Mealy Island. Ja, wenigstens eines davon. Ein guter Gouverneur hat immer ein Siegel in Reserve. Falls das Original einmal verloren geht. Das Siegel ist der Schlüssel, mit dem die schreckliche Macht der ultimativen Beleidigung entfesselt wird. Ohne das Siegel ist der Talisman so gefährlich wie eine Rumba-Kugel. Also, Guybrush, das ist jetzt sehr wichtig. Wo ist das andere Gouverneurssiegel? Ich nehme an, Elaine hat es. Sie lässt es nie aus den Augen. Ah ja, das ist gut. Solange Ozzy und LeChuck sie nicht finden, wird es keine ultimative Beleidigung geben. Oh je, ein dummes Gefühl. Tja, Feste. Grock, ihr pockennarbigen Hornochsen, ihr solltet euch schämen. Starr mich nicht so an, du räudiger Bastard. Ich hab für Elaine gestimmt, damit das klar ist. Nun, ich habe sicher nicht diese stinkende Ratte LeChuck gewählt. Hey, wenn niemand den Kerl gewählt hat, warum ist er dann Gouverneur? Und warum müssen wir mitten in der Stadt diese riesige Gedenkstatue für diesen Zombie bauen? Ach, halt's Maul! Das ist schrecklich. LeChuck hat meine Bürger versklavt. Zum Glück muss Großvater das nicht mehr miterleben. Aber warum zwingt er sie, diese Statue zu errichten? Was hat das mit der ultimativen Beleidigung zu tun? Was ist mit Guybrush passiert? Was riecht hier so seltsam? Ah, Ex-Gouverneur Marley, Sie sind wirklich schwer zu finden, wissen Sie das? Offensichtlich nicht schwer genug. Du musst Pecknos Pete sein. Ei, der Gouverneur und Mr. Mandrill würden Ihnen gerne einige Fragen stellen. Zu dumm, ich würde ja gerne, aber leider muss ich mir die nächsten 7 Jahre die Haare waschen. Ich muss darauf bestehen. Mist. Ja, das ist dumm, aber sowas habe ich mir gedacht. Wie schon gesagt, solange Ozzy und LeChuck Elaine nicht finden, kann die ultimative Beleidigung niemals zusammengesetzt werden. Wir sollten uns vielleicht einen Ausweichplan überlegen. Das ist bestimmt keine gute Idee. So, ja, das sollten wir definitiv machen. Also ich bin dafür, weiterhin unsere eigene ultimative Beleidigung zu bauen in Form des Affenkopfes. ja, reden wir nochmal mit dem. Horatio? Ja. Wie fühlen Sie sich nun, da Sie Ihr Gedächtnis wieder haben? Wie ich mich fühle?
Das ja. kann ich dir genau sagen. Bevor du mich mit dem Akkordeon geschlagen hast, war ich ein sorgenfreier Einsiedler auf einer tropischen Insel. Jetzt habe ich einen erschreckend dämlichen Schwiegerenkel, eine Enkelin, die nicht von einem, nein, von zwei unaussprechlich bösen Wesen bedroht wird und die Erkenntnis, dass jeder Pirat des Dreiinselreiches ausgelöscht werden könnte. Und das alles wegen eines Fehlers, den ich vor mehr als 20 Jahren gemacht habe. Wie glaubst du, dass ich mich fühle, Siebgut? Vorsichtig optimistisch? Wie soll ich die ultimative Beleidigung bekämpfen? Das wird nicht nötig sein, solange meine Enkelin diesen beiden Kretins nicht das Gouverneurssiegel in den Rachen wirft. Gut, nehmen wir einmal an, dass etwas schief geht. Wie kann ich die ultimative Beleidigung in diesem Fall bekämpfen? Das ist nicht ganz einfach. Ich würde vorschlagen, du baust einen noch größeren Talisman. Das könnte funktionieren, aber... Aber was? Wenn du damit eine ultimative Wiederkehr auslösen möchtest, musst du die uralte Sprache der ultimativen Beleidigung beherrschen. Wie schwer wäre das? Verdammt schwer. Sie ist wirklich steinalt. Wie alt? Es ist Affengezeter. Die Sprache der ultimativen Beleidigung ist Affengezeter? Ja, das ist ziemlich alt, was? Dann trifft es sich ja gut, dass wir hier auf Monkey Island sitzen. Wie komme ich von dieser verf***ten Insel weg? Tja, ich habe keine Ahnung. Ich würde mein ganzes Gold dafür opfern, wenn ich dafür mein gutes altes Schiff wiederbekommen würde. Wie viel Gold hast du denn? Wir sehen uns später, Gouverneur. Nicht, wenn ich dich zuerst sehe. Okay, dann haben wir das gemacht. Dann geht es wohl weiter auf die andere Seite von Monkey Island. Und dann versuchen wir doch mal, das Monkey Combat weiter zu treiben, damit wir den Bronzehut bekommen. Und damit können wir dann doch eine richtig heftige, ultimative Beleidigung erstellen. H.T. Marley haben wir gefunden. So. Mal sehen, ob wir jetzt einen anderen Affen finden oder ob das noch derselbe ist, den wir schon hatten. Starken Affen. Nein. Der starke Affe hatten wir noch nicht. Ich sehe, dass du die Kunst des Monkey Combat beherrschst. So, schauen wir mal. Zeig, was du kannst. Ängstlich auf betrunken, das hatten wir noch nicht. Das ist also hier arg ob ik. Und ängstlich gegen betrunken hatten wir auch, oder? Nee, hatten wir glaube ich auch noch nicht. Dummkopf. Also betrunkener Brüllaffe besiegt ängstlicher Affe. Okay, das hatten wir auch noch nicht. So, dann kann das hier auf jeden Fall, ängstlich schlägt definitiv nicht betrunken. Dann kann ich das auf jeden Fall schon mal rausstreichen. Sehr gut. Gut. So, von ängstlich. Was würde da jetzt noch fehlen? Moment. Also bei schnell. Wissen wir schon, schnell schlägt ängstlich. Wir könnten mal ein gesellig machen, dann wissen wir, ob der Betrunkene. Einmal Betrunkene schlägt schnell und ängstlich. Wo wollte ich jetzt hin? Was passiert jetzt, wenn ich jetzt in, von ängstlich in gesellig gehe? Ah, da haben wir es doch. Gesellig schlägt betrunken. Ja, dann gehen wir doch einfach mal von ängstlich in gesellig. So, genau. Was machst du jetzt? Du gehst von betrunken in ängstlich.
Betrunken, ängstlich hatten wir auch noch nicht. Beziehungsweise, warte mal. Ja, doch, betrunken, ängstlich hatten wir schon. Ja, das ist ja selber. Ich habe mir ja nur beide Seiten aufgeschrieben gehabt. Oh, panisch und gesellig. Ah, nee, halt. Panisch, ängstlich. Panisch, ängstlich hatten wir noch nicht. Ja, panisch, ängstlich fehlt uns noch. Und das war's dann eigentlich, okay? Ängstlicher Affe besiegt gesellig. Ah. Ängstlich schlägt gesellig. Okay. Dann müsste, glaube ich, wenn ich es richtig aufgeschrieben habe, ängstlich auch panisch schlagen. Okay. Sehr schön. Dann von gesellig schlägt betrunken. Nee, halt, wir müssen ja schauen, was schlägt ängstlich. Schnell schlägt zum Beispiel ängstlich. Gesellig und ängstlich haben wir. Das ist Ok-Ak-Chi. Halt, was mache ich denn da für einen Scheiß? Sorry. Komplett falsch gedacht gehabt. Dann habe ich einen Remis gemacht. Betrunken auf gesellig. Betrunken auf gesellig hatten wir schon. Dummkopf. Und gesellig beschlägt betrunken. Ja, hatten wir schon. So. Du bist jetzt gesellig. Dann müssten wir unter anderem entweder auf ängstlich gehen oder auf schnell. Von betrunken können wir auf ängstlich gehen. Halt. Ängstlich schlägt. Was habe ich jetzt gesagt? Von betrunken könnten wir auf gesellig gehen. Nein, das ist er doch schon. Was sage ich denn da eigentlich die ganze Zeit? Wir wollen auf ängstlich gehen. Wir sind betrunken auf ängstlich. So. So, von betrunken auf ängstlich und ängstlich schlägt Gibbon. Und du gehst von gesellig auf betrunken. Hatten wir schon. Dummkopf. So, betrunkener. Könnten wir von ängstlich auf panisch gehen? Ach, das haben wir aber noch nicht. Den haben wir noch nicht. Wir können aber auch auf gesellig gehen. Ängstlich auf gesellig. So. Haha. Betrunken auf schnell. Dummkopf. So, schnell wird geschlagen von zum Beispiel panisch. Haben wir das? Gesellig auf. Gesellig auf Panisch. Haben wir noch nicht. Ah, das ist der, der da auch noch fehlt. So schnell, Panisch. Jetzt weiß ich nicht. Betrunken schlägt auch noch schnell. Gesellig betrunken. So. Du gehst von schnell wieder hochrüber. Das haben wir aber definitiv schon. Ah, ein Remis. Okay, auch sehr schön. So, von gesellig. Was schlägt gesellig? Schnell zum Beispiel.
Ha, nimm das. Gesellig zu betrunken. Betrunken schlägt schnell. Haben wir schon. Panisch, schnell, panisch. Dann gehen wir mit Ick, Ack, Up auf panisch. Du gehst von betrunken. Von betrunken auf gesellig. Haben wir schon. Und gesellig schlägt panisch. Gesellig schlägt panisch. Okay, das hat man noch nicht. Okay. Ängstlich. Dann müsste genau ängstlich auch panisch schlagen. Ich weiß gar nicht, hat man das nicht vorhin sogar schon? Okay, ich glaube, dann müsste ich jetzt alle haben, die was wo schlagen. So, du bist... Mir fehlt nur noch ein paar Sachen zum Verwandeln. Das weiß ich halt leider nicht. Wie ich da hinkommen soll, wenn das mir nicht vormacht. So, wir sind... Du bist gesellig, dann könnten wir von... Jetzt einfach wieder auf schnell gehen. Ups, das war falsch. Ach, verdammt. Ich hab's falsch gemacht. Gesellig auf ängstlich. Wow, wir verlieren das Spiel. Ja, glaub ich's. Okay, ängstlich. Wird von panisch, schnell. Ick, ack, up. Besiegt. Eigentlich ein relativ einfaches Spiel. Ängstlich in panisch? Ängstlich in panisch, das hat man noch nicht. Ängstlich in panisch ist es... G-Eek, was war das? Was war das erste? Ich sehe es jetzt schlecht. Ob muss das sein. Ob G-Eek. Richtig? Ob G-Eek. Ja, ich glaube, das müsste ein Ob sein, glaube ich. So, ängstlich, panisch, Hammer, Ock, Chi, Ieb. Dann fehlt uns tatsächlich nur noch panisch und gesellig und das war's. So, verloren. Aber wir haben unser Dings aufgefrischt. Ich fürchte, ich habe den Dreh noch nicht raus. Ja, noch nicht ganz. Also uns fehlt, wie gesagt, noch eine Umwandlung von panisch gesellig, gesellig panisch. Diese fehlt uns noch. Aber wer was wie wo schlägt, das müssten wir eigentlich alles haben. Das heißt, beim nächsten Mal könnten wir dieses Spiel gewinnen und kriegen einen Bronzehut und können uns eine ultimative Beleidigung erstellen. Was wir damit machen, ist eine andere Sache. Weil so ein Affenkopf, naja, wir werden sehen. Bis zur nächsten Folge. Macht's gut. Bis morgen.